Frau Kipf, es hört nicht auf. Heute wieder 3, es hätten wahrscheinlich etwa 5 können sein. Was sind sie die ganze Saison wieder? 10, 11 im 8, 9 Match. Wann hören Sie mit dem Kebengohlen-Schiessen auf? Also jetzt bin ich schon 34 und habe nicht aufgehört. Also habe ich in Zukunft auch nicht vor, damit aufzuhören. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass es in meinem Alter noch so läuft. Dass ich auf diesem Level noch mithaben kann. Dass ich meine Goal schiessen kann, dass ich so der Mannschaft dienen kann. Und kann Teil dazu beitragen, zu diesen Siegen. Mitheben ist ein bisschen herzig ausgedrückt für die Gegnerin. Ich glaube, es ist eher umgekehrt. Weil wir heute haben wieder gesehen, sie schiessen das wichtige 1-0 und das wichtige 2-0. Und wenn diese Goal nicht fallen, gibt es vielleicht einen anderen Match? Haben Sie nicht das Gefühl? Ja, klar. Und gleich. Ich meine, die Goals waren wunderschön ausgespielt. Ich bin angewiesen auf meine Mitspielerinnen. Wunderschöner Seitenwechsel auf Zell. Die Vorlage rein. Ich muss noch reinschieben, klar, ich muss das Goal machen. Aber schlussendlich haben wir als Mannschaft uns das so erarbeitet. Und nach der ersten Halbzeit war es natürlich noch knapp mit 1-0. Ich bin froh, wir können reagieren in der zweiten Halbzeit, möglichst schnell das 2-0 realisieren. Und so hat der Sieg seinen Lauf können nehmen. Das scheint ein bisschen das Rezept zu sein, schon die ganze Saison lang. Wenn dann das zweite oder dritte kommt, dann heben wir ab. Viel hochkarätige Siege. Was ist das Geheimnis, dass es diese Saison jetzt wieder so läuft wie all die Saisons vorher, außer eben in der einen, die es hätte müssen? Ja, wir haben sehr, sehr gut trainiert. Wir haben sehr viel geschafft. Wir haben viel an unserer Ausdauer und Kondition geschafft, damit wir eben 90 Minuten das Tempo haben können. Und man sieht ja, wir machen viel Goal auch in der zweiten Halbzeit, wo man merkt, die Kraft ist da, die Ausdauer ist da, der Wille ist da. Und dann können wir dann vielleicht manchmal mit dem Physischen noch glänzen und können das eine oder andere Goal noch mehr schiessen. Jetzt geht es in die Winterpause und ihr schaut wahrscheinlich auf eine verkürzte Saison, weil ihr wollt in die Aufstiegsspiele nehmen, oder? Auf jeden Fall, das wäre das Ziel, ja. Das haben wir ganz klar angeschaut, das haben wir so definiert und an dem arbeiten wir weiter. Machbar sollte es ja sein, wenn wir jetzt auf die Tabellen schauen. Wie sieht es aus mit den anderen Tabellen, wo Stefanie sonst immer zu oberst ist, außer der letzten Saison? Kann Andrea da sich warm anlegen, dass sie nachziehen? Wir haben eigentlich da nicht so einen Konkurrenzkampf, im Gegenteil. Wir haben so ein bisschen gesagt, wir wollen gerne zusammen oben sein. Wer erst ist, wer zweit ist, egal. Das ist ein kleines persönliches Ziel. Ist natürlich nicht das Hauptziel. Das Hauptziel ist gewinnen. Das Hauptziel ist schlussendlich den Aufstieg zu realisieren. Aber es ist... ein schönes persönliches Ziel, das wir uns zusammengesetzt haben, aber nicht im Konkurrenzkampf. Frau Kipf, wenn nicht jetzt, wenn dann noch eine auf in die Nazi, ja, gehen Sie dort noch ein bisschen Goal schießen? Wer weiß, ob ich vielleicht mit 35 wäre ich dann wahrscheinlich schon, wenn wir aufsteigen, noch wieder Nazi anspielen. Wäre schön. Ich muss schauen, ob es geht. Ich hoffe es. Bis jetzt fühle ich mich gut. Wir werden schauen. Spiel für Spiel. Frau Metti, man hat gewusst, in Thun wird es schwierig. Was habt ihr in der Pause gedacht, wo sei es noch statt und ihr eigentlich recht gut mitgehalten habt, sogar die letzten 10 Minuten besser gewesen sind als Thun? Wir haben in der Pause haben wir zusammen gesagt, dass wir füreinander kämpfen, füreinander gehen. Ja, und probieren das Beste daraus zu machen. Ist es nicht so schlecht gelungen, aber ja, wir haben leider ein bisschen abgegeben und nachher sind wir wieder besser geworden, ja. Ja, die zweite Halbzeit, das falsche Goal für Thun, nicht für euch. Wenn sie die andere Richtung gegangen wäre, hätten wir vielleicht einen anderen Match, so wird es halt eine hohe Niederlage. Wie hättet ihr das können verhindern, die vielen Zusatzgoal nach dem 2-0? Ja, das sind kleine Fehler, die wir machen. Und wenn wir die Fehler unterbinden können, dann bekommen wir nicht so ein Goal. Und wenn wir sie vorne machen, dann sieht das Spiel ganz anders aus und ist offen. So haben wir nachher ab der 70. Minute ja, 3 Goal bekommen und die Negativität war nachher weiter rum. Wir haben den Kopf hängen. Vielleicht ist es besser, wenn wir mal den Kopf nicht hängen und füreinander gehen. Was wir auch gemacht haben, einfach irgendwie hat es nicht klappen. Thun ist eine super Mannschaft. Man hat das auch gesehen. Die liefern ab, die haben 7 Chancen, wir haben 5 Goal. Ja. Man sieht ja, wenn ihr im Saft seid, wenn es für euch läuft, könnt ihr ein Match gewinnen. Wenn ihr mal aus dem Tritt rausgeht, dann verliert ihr sie hoch aus. Sie sagen ja, das Mentale, wie stoppt ihr die Achterbahnfahrt? Ja, vielleicht müssen wir zusammen als Team im mentalen Bereich arbeiten. Vielleicht auch mit einem Mentalcoach. Ich persönlich mache das schon, dass wir das vielleicht in einem Training mal analysieren und eben machen. Dass wir, wenn wir ein Goal bekommen, nicht den Kopf hängen, sondern dass es weitergeht. Weil das Spiel hat 90 Minuten.
Jetzt haben wir Winterpause, 2 Monate, 5 Wochen, 6 Wochen jetzt, weil wir ja eine gewonnen haben. Was müsst ihr als Spielerin und als Team schaffen, um eben Vollgas in die Rückrunde zu kommen? Also wir müssen sicher als Team zusammen schaffen, dass wir füreinander gehen, dass wir an der Kondition arbeiten. Man sieht über die Saison aus, dass wir die Goal immer in den letzten 30 Minuten bekommen. Dass wir dort daran arbeiten, dass wir vielleicht einen Schritt mehr machen als der Gegner, dass wir das Spiel auch in den letzten 30 Minuten für uns entscheiden und nicht, dass es gegen uns entschieden wird. Wenn nachher die 2 Besten rausgehen, um die Aufstiegsspiele zu spielen, haben Sie das Gefühl, wird für euch die dritte Runde der Liga einfacher? Ich glaube nicht einfacher. Jeder Gegner ist auf seine Art stark. Wir dürfen sie nicht unterschätzen. Wir müssen unser Spiel machen und dann so Punkte sammeln. Umso mehr Punkte dass wir haben, umso weiter vorne sind wir. Herr Batt, als Trainer von der Stefanie Kipf geht das Ganze ein bisschen einfacher als in anderen Trainerstationen, oder? Ja, was das Goalschiessen anbelangt, sicher ein grosser Vorteil für unser Team, dass wir so eine erfahrene Spielerin im Kader haben. Und ich bin froh, dass sie, trotzdem, dass sie nicht mehr die Jüngste ist, immer noch so topfit ist. Aber das zeichnet sie auch aus. Sie trainiert extrem hart und wir sind froh um sie, ja. Man hat vielleicht vorher gedacht, das könnte ein Spaziergang werden da im Lachen. Wenn wir aber die erste Halbzeit gesehen, das muss nicht gar nicht sein. Ich habe das Gefühl, wenn Luzern dort noch 5 Minuten länger hätte in der ersten Halbzeit, ist es vielleicht 2-1. Haben Sie das auch ein bisschen gesehen? Also wir haben nie das Gefühl gehabt, dass es einfach wird. Vielleicht hat das, oder sagen das andere. Wir nehmen Spiel für Spiel. Wir haben im ersten Spiel gegen Luzern auch einen harten Kampf uns beide geliefert. Haben dort auch ein bisschen mit Glück gewonnen. Und heute haben wir gewusst, dass wir müssen noch einmal alles in die Waagschale werfen, wenn wir hier 3 Punkte behalten wollen. Und zum Glück ist es aufgegangen für uns, ja. Es ist aufgegangen, in der zweiten Halbzeit kommen wir, ich glaube, immer noch ein bisschen Kopf an Kopf, aber nach dem 2:0 bricht der Gegner. Und wie schon so häufig diese Saison haben wir gesehen, ihr Team lässt dann nicht nachher, sondern setzt noch einen drauf und dann wieder ein hoher Sieg. Was ist das Geheimnis dafür? Ich glaube, harte Arbeit. Wir haben in der Vorbereitungsphase und auch durch die ganze Saison viel Fokus auf Kondition und auf Kraft gelegt. Ich weiss, dass wir in der 90. Minute auch noch ein Match entscheiden können. Wir haben schon früher viele Matches entschieden in der Nachspielzeit und das werden wir auch brauchen. Und darum haben wir sehr, sehr hart auch an diesen Sachen gearbeitet, nicht nur am Technischen und am Taktischen. Wenn man jetzt schaut, es war heute der Anfang der Rückrunde, der erste Match der Rückrunde. Punktetechnisch sind Sie unterwegs, um keine dritte Runde zu spielen in der Nazi B. Können Sie dann mal das als klares Ziel definieren? Das Aufstiegsspiel ist ein klares Ziel, ja. Das ist so. Und wie kommen Sie jetzt dorthin halt mit noch weniger Mühe? Was ist das Rezept für nach dem Winter? Harte Arbeit. Im Winter werden wir in der Wintervorbereitung werden wir nochmal Schippe oben drauflegen. Wir werden noch härter trainieren, wo wir wissen, was auch nachher, falls wir das Ziel würden erreichen, in die Playoffs zu kommen, was das bedeutet. Das wird kein Selbstläufer oder so. Das hat man auch im letzten Jahr gesehen, wo mein Vorgänger wirklich leider gescheitert ist, ganz knapp gescheitert ist. Und ich weiss, was bedeutet, aufzusteigen. Ich weiss auch, was bedeutet abzusteigen. Aber ich weiss auch, was es braucht, damit man die wichtigen Siege realisieren kann. Und ich hoffe, dass wir es schaffen, aber wir werden hart daran arbeiten. Aber die Realität ist ja dann anders, weil anders als für Hugo, wo es 2 Matches waren, haben ihr 6 Matches und keine Verlängerungen, keine Penalty-Schiessen. Das heisst, die Anforderungen sind fast noch ein bisschen höher, haben Sie nicht das Gefühl? Man kann es so anschauen, ich kann es aber auch so anschauen, dass wir immer eine zweite Chance haben und eine weitere Chance haben gegen Gegner, wo man, dass man auch mal einen Ausrutscher sich kann leisten kann. Aber ganz klar für uns, wir wollen dort probieren, alles Mögliche zu machen. Ob es reicht für den Aufstieg, kann ich nicht sagen, das werden wir sehen. Aber wir werden ganz sicher kämpfen bis zum Schluss. Herr Agostino, vielleicht hat eine Woche länger Thun ein bisschen mehr zusammen, als wenn er heute schon gegen sie gespielt hat, oder was glauben Sie? Glaube ich nicht. Thun ist eine Top-Mannschaft, das haben wir gewusst. Ob wir jetzt noch eine Woche vorher spielen oder eine Woche später, das spielt absolut keine Rolle. Wir haben gewusst, was auf uns zukommt. Wir haben versucht, sie einigermaßen zu stoppen, aber leider nicht
so rauskommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Die erste Halbzeit sieht eigentlich gut aus für euch. Gerade die letzten 10 Minuten, 15 Minuten, habe ich das Gefühl, spielt fast nur noch er, tun nicht mehr so. Wäre die Halbzeit 5 Minuten länger gegangen, hätte der dort den Ausgleich bekommen? Schwierig zu sagen. Schwierig zu sagen, weil die Chancen haben wir ja gehabt. Thun hat auch seine Chancen gehabt. Und ich sage mal, wenn vielleicht in der zweiten Halbzeit gerade 6-1 kommt, also beim 2-0 6-1, ja, dann war vielleicht etwas anderes rausgekommen. Dann ist euch das Gleiche passiert wie so vielen Teams auch schon in dieser Liga. Thun von da Goal schießen, Stefanie Kipf, Andrea Michel, die machen dafür Goal. Die haben jetzt zusammen schon 23 Goal. Kann man irgendwie nicht mehr aufhalten in dieser Liga, oder? Nein, sie sind Top-Stürmer, das wissen wir. Sie machen ihre Goal und natürlich, wir haben in den letzten 15 Minuten auch nachgelassen, das ist auch eine Tatsache. Aber ich muss ein Kompliment machen im FC Thun, also Top-Mannschaft, Top-Stürmer, gibt es nichts zu sagen. Jetzt geht es in die Winterpause, was bedeutet da das Hoch und Ab, das Luzern erlebt hat in der ersten Runde so für Sie als Trainer? Wir wollen ganz fleissig weiterarbeiten, für uns ist eigentlich die Saison nicht fertig. Wir haben sehr viele Baustellen, die wir versuchen, auf der Rückrunde, also beziehungsweise auf den Februar, zu korrigieren, besser zu warten. Und ja, wenn wir doch Glück haben, dass wir das eine oder andere Goal mischen. Es ist ja eine spezielle Rückrunde. Ihr spielt ja zuerst noch ein paar Matches, dann wird es gesplittet, zwei gehen weg. Erhoffen Sie sich mit dem Abgang von Thun und wahrscheinlich Rapperswil, Solothurn, von zwei Teams, denn dass es auch ein bisschen umkämpfter wird und für euch größere Chancen sind, in die Tabelle aufzusteigen? Absolut. Also ich sehe mein Kader in der oberen Hälfte von dieser Meisterschaft. Wir haben Qualitäten, aber es sind eigentlich noch Finesse, die wir noch wirklich korrigieren müssen. Und das Potenzial ist vorhanden. Wir wissen, was wir können, aber wir müssen es einfach noch auf dem Platz umsetzen.